Nun. Und schon gezwungen mit deiner Frage in den Funk. War das so ein Funkfeuer oder ein Versehen? Ich finde auch so geil. Ihr so. Funkfeuer? Ich habe nichts mehr bekommen. Wiederhole die Frage, war das gerade ein Versehen oder ein Funkfeuer? Stay present, brauchen sofort Einheit. Okay. Und nur noch 5 Uhr. Ja, dementsprechend haben wir... James Roy hat Mr. Bukowski als Geisel. Ja. 1099 State Prison. Das macht jetzt uns eh keiner. Alle verfügbaren Einheiten zum State Prison. Alle verfügbaren, alle Einheiten! Machst du das Deception-Film bitte, sonst sind wir tot. Ja. PD-68 für 325, komm. Ja. Während sie verfügbar für Verhandlungen, komm. Ja, positiv. Ich übernehme das Ding hier schon. Check, danke, Ende. Hast du jetzt Einsatzleitung oder was? Ich mache halt mal, weil sowieso wieder niemand was macht erstmal. Bis ich das gleich irgendjemanden oben in die Hand drücke, aber ich will zumindest Miller als Verhandler, dass wir eine Verhandlungsführung haben. Weil, falls er gleich anruft. Einmal durch. James Roy trägt Polizeiuniform. Und Mr. Bukowski hat jetzt seine Kleidung an. Ja, wo sind die denn? Im Prison, im Duschraum. Ja, check. Dann kümmern Sie sich erstmal bitte darum, dass alle Ausgänge auch zu bleiben. Und Davis, vielleicht können wir die ID-Karte von Bukowski auch noch sperren, dann kann der Reuse die sich nicht klauen. In der Arbeit. Die 76.1 ist bereits gesperrt. Nein, ist sie nicht. Aktualisier mal. Wenn du im gleichen Moment draufgegangen bist, wie sie gesperrt hat. Ich guck mal nochmal, ob es jetzt auch wir wirklich geht. Wir sind die Einheit, die anfährt. Wir haben nur die 76. Bukowski ist draußen, ja. PD-93 meldet sich ab. 08. Ja gut, aber wir wissen dafür auch die MP-Bewaffnete. 10-3? Hat anscheinend auch das Funkgerät. Ja, dann hören die alles ab jetzt. PD-26 meldet sich ab. Kannst du einen Pager machen, dass man einfach mal den Funkkreis Einsatz nimmt? Ich hätte SWAT gewechselt tatsächlich, weil das ist der verschlüsselte, soweit mir das mal gesagt wurde. Mach das. Mach ich. Bin schon im Funkkreis drin. Mal so eine dumme Frage nebenbei, was ist, wenn der Bukowskis Handy hat und auch die Pager-Nachricht liest? Ja, irgendwas müssen wir halt jetzt erstmal anfangen. Die 68 für Leitstelle kommen. Hört. Ich bleib noch in dem Funk erstmal, weil der noch weiterläuft. Ja, ich bin im Slot schon. Klar, machen wir auch noch, kriegen wir hin. Miller soll die Einsatzleitung übernehmen, vor Ort, anscheinend. Ja. Leitstelle somit. Fairness for Less ist 10:20 am State Prison. Check. Check. Zur Zeit 2. Greywolf, nimm dir irgendein Auto und mach die Ausfahrt schon mal zu. Für dich. Hallo. Hi, Miller. Ja. Davis, ich, MP, Dings, Strohfinde. Ja, hat er eine Knarre oder ist die Knarre im Spind? 10-3. Die müsste eigentlich im Spind sein, wenn die in der Dusche sind. Dann holt den Beanbag und dann knallen wir den weg. Wo ist der denn? Duschen, soviel ich weiß. Wir können so weit vorgehen. Wir könnten eigentlich so weit durchgehen bis zum Vorraum hier, wo diese Dinge sind. Sag mal. Gravel, ich meinte die andere einfach. Finch, lass mal einfach über das, weil es ja zwei Duschen gibt, lass über dieses Gebäude einmal stürmen. Da vorne. Nicht viel diskutieren, ich würde stürmen erstmal. Ja, wir kommen von der anderen Seite. Ich gehe mit Freundlich in die Mitte, im Mittelgang und warten, bis ihr hinten durch seid, okay? Aber wir haben genügend. Dann aufteilen. Einer noch rüber zu Finch und Puentes, einer mit mir nochmal. Ja, passt aber bitte auf, dass auch jemand mit dem Taser geht, wenn der keine Knarre hat. Dann müssen wir ihn ja nicht zwangsläufig erschießen. Greywolf, bitte nicht alleine draußen lassen, wenn es geht. Check. Ja. Gut, und dann check. Mit mir und also Sie haben den Taser. Gut, kommen Sie mit. Check. Ich hab Taser.
Nein, Tenuta, dann zu mir, sonst sind wir ungleich. Mit dem Roy habe ich noch eine Rechnung offen, der hat mein Fahrrad geklaut. Okay, wir gehen trotzdem vor mit MP. Wenn was sein sollte, sie tasern von hinten dann ab. Wir machen dann Platz im Zweifel. Check. Ich öffne, du sicherst, wie machen wir? Ja, du kannst öffnen, ich sicher. Check. Frage in den Funk, ist das jetzt der Einsatzfunk für die State Prison Geschichte? So positiv. Die Tür ist abgeschlossen. Okay. Beziehungsweise jetzt allgemein offen. Der Einsatzfunk, da das Funkgerät entwendet rechts. Worden ist. Hier so Tür voraus? Ja, check, Ende. Check. Bin drin. Ich mach ihn. Schau die Theke an. Hier ist ebenfalls auf Abfahrt. Für Sturm bitte auf Funk wechseln, wegen stiller Einsatz. Tür ist offen. Check. Geradeaus clear, links hinter Dresden, nicht geprüft. Clear. Ich will tatsächlich nur nicht in die Duschen gehen. War das? Warte mal. Davis, für dich zur Information, wir sind jetzt im Mittelgang. Wir haben jetzt hier alle Ausgänge Richtung Tor. Erstmal einen Blick. Jack, der Officer hinten rechts von mir, einmal den Ausgang Richtung rechts sichern. Ich stürme mit Tenuta geradeaus. Wir stürmen hier gar nichts. Das ist Roy. Das war Roy. Was wollte? Wir sollen nicht stürmen, der ist in unserem Funkkreis. Scheiße. Wir sollen nicht stürmen, sonst passiert was? Mr. Roy, hören Sie mich? Ich höre Sie, wie geht's Ihnen? Super, seien Sie doch so lieb und rufen. Wir sind doch im SWAT, 999. Ich bin doch im SWAT schon. Ich war normal. Was haben Sie gesagt? Rufen Sie die 999 mit dem Handy an. Wir klingen jetzt trotzdem, oder? Ja, wir klingen trotzdem. Hast du aufgeschlossen hier? Ja, ist auf. Rechte Tür geschlossen, links habe ich noch keinen Blick, ich ziehe gerade. Habt ihr rechte Tür? Linke Tür auch erstmal im Blick. Ich halte die Tür, du stürmst einmal vor. Check. Clear. Okay. Dann einmal halten, ich stürme. Habt die Tür. Clear. Okay, dann haben wir die Bereiche hier schon mal sauber. Nochmal hier zur Kontrolle reingucken. Check. Ne, clear. Die Tür ist offen. Oh. Ich habe aufgemacht. Da sind wir aufschließen. Also die Tür. Eigener von hinten. Check. Wo sind die gerade? Also vermutliche Ort der Geiselnahme sind die Duschen in Zellentrakt, weil die Duschen hier sind clear. Okay, check. Dann Moment, kurz einmal Pause, ich werde angerufen. Eventuell Kontaktversuch. Check. King? Bleib mal kurz dran, du hast by the way die EL. Nee, du gehst jetzt gar nicht durch, du warst ganz weil Miller macht ja die Verhandlung. Ja, check. Bleibt nur mal kurz dran wegen der Forderung. Erst klären wir alles. Also was ich schon mal sagen kann, ist, wissen die Duschen nicht, sind innen drin wo gemeint. Also in den äußeren Duschen haben wir geklärt, die sind sauber. Das heißt, die sind im Zellentrakt duschen. Er hat zwei Leute. Taser, Mr. Vale Schlagstock und Mr. Prikowski. Ja, ich habe Prikowski seinen Schlagstock sonst wo. Was ist die Bewaffnung? Von ihm haben wir da Infos? Wir kennen Prikowski mehr in der Behörde. Nein. Find mal die Bewaffnung raus. Hat jemand von Ihnen für mich kurz einen Energy oder Kaffee oder irgendwas? Klar. Ja, check. Hab ich. Ja, Tenuta, behalte du deine Knifte draußen. Ja, alles gut, ich hab genug Kaffee. Ja. Dankeschön. Ich schließe die Tür wieder auf erstmal. Ja. Positiv, ja. Abgeschlossen. So. Wieder mal eine spannende Runde. Also eigentlich dürfte der nur Taser und Schlagstock haben. Die Waffen legen die ja normalerweise ab. Okay. Taser auf jeden Fall.
Okay, Taser. Das heißt, er hat eigentlich nur einen Schuss und wenn er ihn verfehlt, trägt Brekowski schusssichere Weste? Kannst du herausfinden, ob Schutzwesten tragen? Schusssichere, Brekowski und der andere? Wie sieht es mit der Pager-Nachricht aus wegen der Geiselnahme? Sollten wir vielleicht mal eine rauswecken? Ja, kann ich kurz noch parallel machen? Okay, die sind in den Duschen. Das heißt, wir könnten rein theoretisch hier über die Leitern rechts hoch, übers Dach, runter durch den Hof. Und die anderen von vorne. Mhm. Und wir können einmal durch die Küche. Das heißt, wir haben drei Zugänge. Einmal gerne noch zur Waffenkammer. Ja, hallo. Also wir haben insgesamt vier Zugangspunkte. Ja, wir haben einmal okay, dann wo sieht er uns kommen? Er sieht uns von vorne kommen. Deswegen, also ich will gucken, dass er vielleicht Küche. Eine Einheit sieht, mit denen er reden kann. Und die anderen machen sich von hinten ran. Das heißt, wir kommen über die Medbay. Genau. Ja, eben. Deswegen, wir haben hier Marshall da wegen Riot Gear, eventuell. Dass wir uns in der Waffenkammer treffen, weil da ist das Riot Gear. Dann, Bis zur Medbay dürft ihr vor. Ja. Wir dürfen bis zur Medbay, wurde mir gerade gesagt. Bis zum Büro auch. Bis zum okay, Büro auch. Dann können wir zur Riot Gear. Wir gehen jetzt, wir treffen uns bei der Waffenkammer erstmal. Waffen ausrüsten, Kollegen. Waffen. Nicht irgendwo blind lang rennen. Die Kollegen sind hier. Okay. Davis? Ja? Sie müssten Zugriff auf die Waffenkammer haben. Müsste sein, ja. Gehe ich stark davon aus. Ja, das erzähle ich sofort, wenn alle da sind. Bale, wie der heißt. Genau, kommt gerne auch einmal alle mit rüber, dann erkläre ich nochmal eben gerade, was mir auch am Telefon gesagt wurde. Ne? Dann okay, ich leg mal auf, King. Super. Also folgende Problematik. Ja, Mr. Roy fordert natürlich die Freiheit, wie auch sonst, und hat Rekrut Vale und Brekowski bei sich. Ist bewaffnet mit Tasern und Schlagstöcken, keine Schusswaffen, so wie er mir das erzählt hat. Ja. Westen, aber ob die Leute Westen tragen und er, konnte ich jetzt gerade noch nicht rausfinden. Wir können zur Medbay und in unser Wärter-Ding da, Büro, wo die Waffenkammer zum Beispiel auch ist. Das heißt, ich nehme an, er ist im Zellentrakt. Oben bei den ISO-Zellen oder im Fitnessraum beziehungsweise den Duschen. Irgendwo da. Und er ruft gleich zurück. Ja, wir müssen aufpassen. Hat er eine Schlüsselkarte? Die sind deaktiviert. Nicht mehr. Gerade. Check. Wir müssen aufpassen, nicht, dass er die anderen Häftlinge mit aufstachelt da drin. Ja, ja. Richtig. Vale ist auch deaktiviert, die Schlüsselkarte? Ja. Positiv, okay. Das heißt, er kommt aber auch nicht hoch in die ISO-Zellen. Was? Also, kurz. Ja, wir brauchen noch dringend einen Funkkreis. Wir können so nicht arbeiten. Wir kriegen keinen. Das können wir vergessen. Das kannst du aber vergessen. Aber wechselt der blind durch. Deswegen ist ja der Punkt, was, wenn wir Ablenkungsfunkkreis in SWAT oder in einem anderen belassen und einen richtigen haben, wo wir wirklich arbeiten. Okay. Wir brauchen zwei Officer. Was ist mit den Einheiten draußen? Wenn die in dem SWAT-Funk funken, richtig, und wir genau. dann in einen anderen Funkkreis. Genau, das war nicht diese Plan. Aktiv funken Stop. Und nicht Stop. Nur ja. Wartet Ruhe. Doch mal. Ganz kurz Ruhe. Wir brauchen ja nicht mehr funken. Wir wissen, der weiß, dass wir wissen, dass hier drin ist. Wenn hier noch irgendjemand funkt, der riecht den Braten sofort. Wir können gerade nicht in einen anderen Funkkreis wechseln. Okay, ja, aber was Davis meint, ist ein Ablenkungsfunk. Dass der denkt, wir machen was ganz anderes und das macht tatsächlich Sinn. Ja, aber wenn du hier jetzt nochmal funkst, dann riecht er den Braten sofort. Weil der weiß, dass wir wissen, dass der in diesem Funkkreis ist. Ja, dann wechseln wir halt nochmal. Ich würde sagen, in die Leitstelle, dort normal funken und dann sollen die Kollegen dort aktiv Dinge funken. Irgendwelche, genau. Ja, was sollen wir tun? Und dann so, ja, sichern sie dort und dort, bla bla bla, irgendwas aus dem Harn ziehen. Genau das, ja. Ja. Das Ding ist, wäre es nicht irgendwie sinnvoll, dass wir ihn erstmal da irgendwie rausbekommen, isolieren von den anderen Häftlingen? Dass wir ihn vielleicht einen Vorraum kriegen oder so? Hallo! Wir müssen ihn rausbringen. Wir müssen alle Häftlinge oben einspannen. Wer steht da vorne noch? Hat einer einen Namen von da vorne? Und das meint Mr. Troyer. Steht da noch. Troyer. Wer noch? Mhm. Troyer Fox. Und. Koskela? Koskela, ja. Koskela.
Ja, das Ding ist aber, wenn wir jetzt wild funken und er hört irgendwie, dass wir irgendwas vorhaben, nicht, dass er dann eine Kurzschluss hat. Er ist jetzt stationär im State Prison Funk. Jeder, der zuhören will, kann mitkommen. Was, im State Prison Funk? State Prison, okay. Dann ist er aber auch abgelenkt. Das heißt, wir haben einen anderen Funkkreis für uns erstmal. Solange Miller die Kommunikation aufrecht hat im State Prison Funkkreis, können wir woanders funken. Mhm. Ja. Dann gehen wir Einsatz Funk 1 jetzt rein. Ja. Einsatz 1, okay. Einsatz 1. Gut. Davis? Kleiner Vorschlag. Warte kurz. King, du musst aufpassen, dass sobald Miller quasi den Funkkreis nicht mehr Kontakt mit dem hat, musst du Bescheid geben, dass er da raus ist. Weil dann ist unsere Kommunikation raus. Ich rufe dich dann an. Davis, ja. Finch, Suarez und ich würden tatsächlich dann über den Hof gehen. Oder in welchen Funk geht ihr rein und Funk gestorben? Also Einsatz 1. Draußen, der ist in Leitstellenfunk und funkt einfach irgendwas. Also wenn er in die Leitstelle ist, dann sind die da drin. Der funkt gerade mit Dings. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben zwei Funkgeräte. Warte mal. Er hat gerade gefragt, ob der irgendwas bekommt, wenn er einen Officer das verletzt. Ja. Wenn es kein Rookie ist, dann tritt den Arsch. Kurz und knapp, wir entscheiden viel zu lange wieder. Das dauert alles zu lang. So, Finch, Suarez und ich, wir gehen über den Hof. Wir gehen übers Dach, gehen wir auf die Hofseite, gucken, dass dort alles schon mal sicher ist. Greywolf, Hayden und, sorry, den letzten Namen weiß ich gerade nicht. Ihr geht über die obere Ecke, da wo die Einzelzellen, ich hoffe, ihr wisst den Weg. Und guckt, dass ihr oben schon mal die Einzelgänge, aber ihr geht noch nicht in den Zellentrakt rein. Da wartet ihr auf die Anweisung von Davis. Und Davis, ihr geht am besten über die Medbay und guckt, ob ihr schon mal Sichtkontakt irgendwie herstellen könnt. Also Frage ist, rechts rein und über die Treppe? Was? Ja, rechts rein, Treppe hoch. Seit Kane, okay. Kane, super, dann gehst du am besten mit denen, weil du kennst den Weg. Check. Aber ihr geht noch nicht in den Zellentrakt rein. Das Endkommando kommt von Davis. Ihr sichert nur. Point ist, du hast die Einsatzleitung erstmal für die Koordination hier. Wie sieht's aus mit Koordinat hier? Brauchen wir nicht. Check. Okay. Wir haben insgesamt 4 Zugänge. Wir können nur 3 absichern. So, 3 können wir absichern. Darum geht's gerade. Der untere ist unwichtig. Die Türen sind zu tatsächlich. Eigentlich kommt er da nicht raus. Die Karten sind gesperrt. Über die Essensausgabe kommt er nicht raus. Das heißt, wir haben nur noch 3 Zugänge. Außerdem stehen hier Miller und King. Die haben ebenfalls eine Waffe und können sich verteidigen. Häftlinge, die ihr seht, sofort fixieren. Fixieren, nicht töten. Also, ne? Am besten non-letal. Fixieren, liegen lassen. Gut, ich sag eben wegen dem anderen Funk bei King Bescheid und dann können wir los. Okay. Bereit machen, schon die Teams formieren. Yep, Kane, du gehst mit den anderen. Medbay. Am besten Greywolf, geh du mit Davis. Oder? Ne, ihr seid 3? Okay, passt. Passt. Ihr geht zu 4. Wir haben 3. Okay. Bereit für die Medbay? Ready. Alles klar bei mir. Sehr gut. Okay, dann können wir auch schon mal vorrücken, wenn die anderen schon vorrücken. Ja. So, können wir? Bitte uns einmal wieder vorlassen. Nicht nach vorne stürmen mit dem Taser. Zack. Sollte der Funkbefehl kommen von King, Einsatz abbrechen, wechseln wir automatisch auf Einsatz 2. Taschenlampen aus. Check. Damit wir kein Licht hinterlassen, wenn wir reingehen. Ja. Ich gehe einmal kurz nach Treppe nach oben, dass ich sichern kann. Check, ich sehe hier unten. Kannst du vorbei? Das Gebäude nicht stürmen, der sieht euch. King, das Telefon ist ganz schlecht. Ja, ihr könnt nicht stürmen. Vergiss das. Der hat die beiden als Schutzschilder vor sich stehen und er weiß, dass ihr kommt.
Naja, aber wie sieht's mit der Verhandlung aus? Kriegt Miller was hin verhandlungstechnisch oder wie ist die Lage? Ja, Miller kriegt es hin. Er meint, ihr sollt ihm Zeit geben. Okay, dann ist das doch eine Ansage. Weiß ich Bescheid. Alles klar. Anweisung für die Stürmungstrupp. Alle Stürmungstrupps auf Standby an einer Position, die nicht ersichtlich ist. Wir werden das über die Verhandlung erstmal klären und greifen nur im Notfall zu. Alle Stürmungsteams somit? Check. Check. Tenuta, einmal kurz nach oben zu mir kommen. Davis, für Sie zur Information, wir sichern kurz den Hof und geben uns dann bereit. Check. Tenuta, komm mal kurz. Ich habe hier oben das Büro noch ungesichert, deswegen, da will ich nur kurz rein einmal. Ich will reingehen zu Roy und von Angesicht zu Angesicht mit dem reden. Okay, clear, wir können wieder raus. Okay. Das andere führt ja direkt in den Zellentrakt, deswegen können wir da nichts machen aktuell. Eine also gute Probeposition wäre dann ganz gut. Ja, aber können wir machen. Aufpassen, dass er nicht wieder irgendeinen Punkt hätte. In den Duschen wird das sein. Check. Ich öffne. Raum 1 clear. Tür hinter dir. Die muss ich, glaube ich, aber wieder aufschließen, oder? Ja. Dann berechtigen wir zu. Ich krieg die fucking Tür nicht auf. Okay. Ja gut, von außen reinzugucken war, sah es gut aus. Ja. Ja. Ja, dann kriegt sie auch Brekowski aus Recht nicht auf, deswegen. Ja. Okay, Toilette clear. Check. Ja gut, Brekowski weiß nicht, ob die Marshall andere Dings, weil Kane kommt ja auch irgendwie da. Warte kurz. Okay, folgende Information. Miller geht jetzt rein. Ich habe ihn am Telefon. Ist unklar, ob Roy dann nochmal den Funkkreis wechseln wird. Dementsprechend Funk einstellen erstmal wieder. Wir sind beide telefonisch nicht erreichbar, wenn dann per SMS. Kommen Sie mit. Ich habe mir die Waffenkammerberechtigung gegeben. Wir gehen rein nochmal. Check. Clear. Okay. Davis, zur Information, Hof geklärt, wir sind soweit bereit. Check. Lass mal wieder eine Ebene nach draußen gehen, dass wir nicht hier drin stehen. Wir sind hier drin. Check. Zu weit drin. Hier ist wieder abgeschlossen. Perfekt. Tenuta bleibt drüben. Wir bleiben hier als 1 und 2 stehen. Doch, aber als Chief sollte ich Berechtigung zur Waffenkammer im Prison haben. Aber sowas von. Also, das sollte eigentlich da sein, die Berechtigung, die Davis nicht hatte.
Tja, keine Ahnung. Also Davis nimmt sich ja auch die Berechtigung nachher wieder weg, aber für den Einsatz gibt er sich die halt. Das wird irgendwie nicht so nix, oder? Wir müssen warten halt. Wenn Miller in Verhandlung ist, das dauert halt kurz einen Moment. Ja. Wir müssen halt wissen, ob der eine Waffe hat oder nicht. Darum geht's erstmal. Nur mal bitte, was, ob er was hat? Eine Waffe. Wenn er keine Waffe hat, können wir auch mit Taser stürmen. Ja, aber er hat ja das Schutzschild. Wir können gerade nichts. Und wenn er nachher Prekowski in den Nacken oder in den Kopf irgendwo tasert, ist es auch tödlich für ihn. Wir können es nicht riskieren. Ja. Ich werde wieder angerufen. Fuentes. Also, Fuentes. Welche Team, also Team, was oben ist, bei den Wäschedings und bei den Einzelzellen, ist Team C, Team Charlie, dann können wir ein bisschen so nochmal verdeckt ein bisschen arbeiten. Ihr seid Team Alpha, wir sind Team Bravo, okay? So mit, So, du einfach nur nach dem Status abfragen, nach clean oder nicht clean. Also, ne? Ob die soweit vorbereitet sind oder nicht. Weil wir sind ready für den Zugriff. Okay, also wir sind Alpha, ihr seid... Wir sind Bravo und Hayden und Greywolf oben sind Team Charlie. Charlie ist bei den ISO-Zellen und ihr seid auf dem Innenhof, richtig? Wir sind Hof, ja. Ja, hab ich mit. Genau. Ja, ciao. Also in erster Linie muss man das mal sowieso schon wieder sagen, bevor wir hier überhaupt über irgendwas diskutieren, was jetzt Davis hier schon wieder falsch macht oder sonst irgendwer, wie ist es überhaupt zu der Geiselnahme gekommen? Also, ne? Da ist ja allein schon da der Fehler begraben. Er beschwert sich gerade, dass er keine Türen aufbekommen hat. In welchem Funkreis bist du? Prison. Er beschwert sich gerade, wie wir den Fluchtwagen haben, wo er schnell wegkommt, nicht beschossen wird. Ja, gar nicht. Tja, vielleicht hätten die jemanden reden lassen sollen mit Roy, der auch einen Zugang so ein bisschen hat. Ja, gut, es ist halt irgendwie muss er halt immer schnell Entscheidungen Team treffen. Charlie. Für Team Bravo kommen. Ja. Wir sind übrigens für die Funkkommunikation, wir sind euer Team Schaden, Alpha. Ist soweit alles clean da oben, seid ihr ready? Sind soweit ready, komm. Check Team Alpha. Ready. Höhe Med Bay. Check. Team Bravo, Höhe Hof. Information. Mr. Roy ist drogenabhängig, hat einen kalten Entzug gemacht. Ich weiß nicht, ob er noch dran ist. Nur so als Info. Okay. Das heißt, leicht unberechenbar. Mhm. Na gut, dass er unberechenbar ist, das wissen wir. Hat Vorwürfe gebracht gegenüber Nolan, er hätte ihn in den Kopf in Katzenstreu gesteckt und so weiter. Okay, ja. Boah, wer hat ihn jetzt verraten? Jetzt hat er erfahren, dass es hier einen Waffenschrank gibt. Prekowski, ehrlich. Nein. Ja, Prekowski hat schon vorne, also der Pager-Nachricht hat er scheiße gebaut, weil das muss ja irgendwie an ihn gekommen sein. Das ist alles ein bisschen so schwierig. Dementsprechend aber müssen wir uns eventuell, Tenuta, du gehst auf die andere Seite rüber, falls der nicht hier reinkommt jetzt gleich. Dann braucht er aber Zugang.
Ja, falls er Miller oder irgendjemanden zwingt. Miller macht gerade einen auf doof, wir wissen nicht, wo er die Karten herkriegt, mit Zugang und sowas. Ja, also sag mal, sollte sich das bei dir am Funk ändern, wanderst du rüber zu der Tür und wir wandern hier zur Treppe quasi, dass wir erstmal außer Sicht sind. Ja. Gut, da werden wieder die Schlippis ausgetauscht im Chat. Wir jetzt gerade die Officer abstrafen für irgendwas. Mhm. Also, ist das zweite Mal, dass er Gewalt eindroht? Check. Sollten die beiden reinkommen? Wir halten uns so lange in Deckung und ich versuche ihn von hinten einfach zu tasern, dass er aus Gefecht ist. Wenn sie freies Schussfeld haben, ja, und wir halt aber auch die Sicherheit haben, dass er nicht doch noch irgendwie ein Messer oder irgendwas hat. Ja. Okay, das, also wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, durch die Tür kommt man zum Zellenbereich. Kleiner Reminder an die Zellentür. Denkt daran, dass ihr eine Verhältnismäßigkeit der letalen und non-letalen Bewaffnung. Das heißt, wenn wir die Tür öffnen, würde er das sehen, wenn er gerade rausschaut. Das wäre nicht so gut. Deswegen, ja, sollte er aus dem Zellenbereich rauskommen, müssen wir hier relativ zügig uns ein bisschen zurückziehen. Und echt so dringend Flashbangs. Gib mir Rauchgranaten, gib mir Flashbangs. Ich bin mal gespannt, was jetzt der Plan ist, weil solange er hat, wie gesagt, öfters schon Gewalt angedroht gegenüber Brikowski und Whale. Mhm. Frage ist, wie konnte die beide bewältigen? Das ist jetzt wieder so die Frage, die ich habe. Tja. Das können wir im Nachgang sowieso angeschlagen. Ja, ich überlege nur gerade, wo er drangekommen ist wieder. Er will doch einen Fluchtwagen. Was ist, wenn wir ihm einen Fluchtwagen geben mit wenig Sprit, mit einem Balken? Ja, ist die letzte Taktik, aber das davor. Wäre, ich meine, ne, die allerletzte. Ja. Aber er ist schon so schlau, dass er eine Geisel mitnehmen wollte, auf jeden Fall. Ja, oder wir stellen ihm wieder ein Fahrrad hin. Das braucht aber selber ewig, bis wir das oben haben. Das stimmt. Ich habe eine Tür gehört. Ich zieh dich mal zurück auf die andere Seite, Tenuta. Hallo, ich bin's, bitte nicht erschrecken. Ja. Haben wir hier irgendwo eine Beanbag? Wir können in der Waffenkammer gucken. Klasse, lass mal bitte gucken. Danke. Ihr müsst hier, also, wir kriegen das alle hin, Davis, ne? Also es ist jetzt hier, ich brauche nur einen von euch, der gleich mitkommt und dann lösen wir das Problem schon. Okay. Nein, dir geht's beiden gut. Der Brikowski hat nur einen Schock fürs Leben, ansonsten geht's ihm gut. Nee. Ich weiß nämlich, wie wir die jetzt hier rausbekommen, Rachel. Eins? Hä? Nee, pass auf. Es gibt nach den Duschen und nach dem Fitnessraum gibt es die Speisekammer. Und die Speisekammer besteht aus zwei Räumen. So. Keine Beanbag. Und theoretisch musst du es. Ja, das ist schlecht, Davis. Okay, dann müssen wir es mit dem Taser machen oder ihr knallt ihn einfach so. und in der Speisekammer, Davis, hör direkt mal zu, das ist eigentlich ganz gut. Ja, ich suche, es gibt hier verfickt viele Schränke. Ich brauche einen Moment. In der Speisekammer muss ich eigentlich nur einen Ort finden, wo sich jemand verstecken kann. Ich lasse den Typen raus in die Speisekammer rein,
Ja, und dann muss eigentlich, nachdem Brikowski und Vale vorbeigelaufen sind, einfach nur einer kommen und den umtasern. Und dann haben wir das Problem eigentlich schon gelöst. Ich habe ein Ohr für Sie. Ja, alles. Ach so, ich glaube, am Tresen. Ist er sich sicher am Tresen? Der schießt Brikowski bald. Boah, ich mach aber mit, ey. Das kannst du niemandem erzählen. Ja, komm, Roy, plapper dich aus. Super, dann bin ich offensichtlich zum falschen Tresen gelaufen. Geben Sie mir einen Moment, ich muss nochmal außen rum. Super, also Davis, wir müssen jetzt dann jetzt ein bisschen Stoff geben. Also, wisst ihr jetzt... Was sagst du zu dieser Speisekammer-Idee? Also weil, quasi also durch die Problem Küche ist, durch, oder? Ja, das Ding ist, ich habe den erstmal in der Dusche eingesperrt. Ich habe die Tür vor seiner Nase zugemacht. Das heißt, die kommen da nicht mehr raus. So, ich könnte jetzt die Tür aufmachen, dann wären sie im Fitnessraum. Und ich könnte denen die Tür zur Küche aufmachen. Ja. Das Problem ist halt, ich muss halt damit rechnen, wenn ich vor ihm stehe, dass er mich umtasert. Und das will ich nicht. Aber auf der anderen Seite muss man halt sagen, wir haben das Glück, es ist nur ein Taser. Ja, aber wenn der im Gesicht landet, hast du auch ein Problem bei dir. Ja, das ist richtig, aber ich habe niemanden, also, aber er kann mich nicht umschießen, das meine ich eigentlich. Ja. Das ist das Gute an der Geschichte. Dann machen wir das, also, weiß ich, du willst, bringst ihn in der Küche und dann dieser Durchgang zur Speisekammer, der zum Tresen rausführt, oder? Da müsste doch einer sein, bin ich falsch gerade. Warte mal, Davis, nochmal? Du bringst durch die Küche und dann ist das so ein Durchgang zur Speisekammer, der zu dem Tresen dort rausführt, oder? Den Durchgang meinst ja, du? Ja, genau. Genau. Okay. Dann ziehe ich mit meinem Team dort rüber und machen wir das. Naja, wie viele Leute sind dein Team? Ich würde es auf einen Teil aufteilen. Ich würde gern zwei ja, haben. So. Quasi einer ja, letal, genau. Einer non-letal. Ja, ja. Das, aber ihr beide müsst mit mir mitkommen. Ja. Dann kommt Tenuda und du. Ja, sie wechseln auf letal und sichern ja, hier ab auf Position. Ja, ich bin da auf dem Weg, aber check. Ich muss da außen rum. Tenuda, mitkommen. Check. Also, pass auf. Ich war gerade am Dreh. Wir werden jetzt nach Millers Plan zugreifen. Er wird ihn durch die Speisekammer durchführen. Ja, richtig. Ich werde ihn wegtasern und du bist mein letales Backup. Check. Ach du, ich sag's dir, wie es ist. Es ist anderthalb Jahre her. Also, als Wärter versteht sich, ne? Soll ich mich in der Küche oder? Nee. Küche oder Speisekammer? Beim Tresen? Okay, dann stelle ich mich beim Tresen hin. Okay, wir sind beim Dresden, Tenuta. Check. Solange man es nicht reinkommen sieht, wir müssen aufpassen. Der ist eingesperrt in der Dusche. So. Ah, okay. Rachel, ich lege wieder auf. Davis? Teil den Plan bitte mal noch den anderen mit. Ich kann es aber nicht über Funk machen, das ist das Problem. Ja doch, der ist doch in meinem Funk. Sicher gerade? Okay. Ja, ansonsten... Ich ruf Gwende an. Mach das, es ist mir einfach sicherer gerade. Wenn der das hört über Funk, ist das schwierig. Aber ich kann von hier, wie soll ich denn eigentlich von hier zugreifen, Miller? Der läuft ja nicht an mir vorbei, der sieht mich ja. Ja, deswegen ja auch hier. Kommt auf an, wo der rauskommt. So, pass auf, ich lock den so hin, dass er mit dem Rücken zu euch steht und mich danach da lang anguckt. Okay? Okay. Dann bleib ich in der offenen Tür stehen. Nee, hinter die Tür. Ihr hinter hört die mich Tür? Ja. Ich rede laut. Okay. Okay, also. Benuda, du auch. Ja. Und was ist. Also, Miller? Warte, Puentes, bleib kurz dran. Ja, woran erkenne ich, dass du hier bist? Also, du musst irgendein bestimmtes Wort verwenden, dass ich weiß, dass Position steht.
Was sage ich denn? Mittagessen. Mittagessen, okay. Ich sage Mittagessen. Gut. Super, kriegen wir hin. Also mitgekriegt, der Code ist Mittagessen. Wenn Miller das sagt, ist er in Position, wir können tasern. Somit? Ja, aber wir wissen nicht, wo die andere Person dann steht. Der kommt ja nicht alleine raus. Miller lenkt ihn ja so, dass er... Also wir kriegen das Code und wenn er so steht, dass wir zugreifen können. Ja, und wenn das nicht passiert, dann hat er gleich eine Zugangskarte oder so. Das weiß ich nicht. Das müssen wir dann gleich schauen. Während er hier vorne ist, wäre das doch einfacher, wenn die anderen dann über den Hof kommen. Und sich dann zum Beispiel irgendwo positionieren. Weil wenn er hier vorne ist, ist er hinten nicht. Er soll ihn in der... der sieht das aber. In der Speisekammer soll er ihn kurz aufhalten, dann können wir uns positionieren. Das ist das Ding. Nee, können wir nicht. Wir können nichts positionieren, das bringt nichts. Wir bleiben jetzt erstmal bei dem Plan hier. Okay. Rechnet damit, dass es jetzt losgeht? Jawohl. Alles klar, sind bereit. Er hat gesagt, kein Kommentar, aber er ist auf dem Weg. Ja, sobald die Tür aufgeht, mache ich die Tür auf mit Stürmen. Also. Er wartet, bis er an dieser Tür hier vorbei ist. Ja, ja. Zur Doppeltür geht. Ja, wir haben die Tür hier zugemacht, dass er nicht hier rauskommt und sieht. Das genau. Ich denke, er wird vielleicht absichtlich noch warten. Aufmachen. Ich mache auf. Ich mache auf. Ich sehe das jetzt genau. Nicht, ich nicht. Nein, gar nicht. Tür aufgeht. Der Rest weiß ich nicht, ob da was ist. Keine Ahnung. Hier sehe ich nicht rechts. Rechts sehe ich nicht. Hier bist du mal, bleiben Sie? Noch nicht. Uneinsichtig, leer, leer. Soll ich stehen bleiben? Wo dann? Wo dann? Rikowski, Häftlingsleiter, Tür ist auf. Jetzt. Jetzt drücken zu. Durchgehen? Ah, Gott. Tango down, Zugriff! Ah, Gott, das will verdammt. Auf den Boden, State Police! Aber ganz schnell unten bleiben. Hi. Sie Lachsnacken, verdammt. Ob sie nicht ganz sauber sind. sehr gute Idee. Kollege, ich sicher, gehen Sie ran. Check. Hallo, ist für alles hier safe? In welchem Punkt sind denn jetzt hier alle? Ah, ganz schlimm, ganz schlimm. Was, wen haben wir denn da? Wirklich? Brauchen Sie das MD? Ah, Gottes Wille, ich will hier weg, verdammt. Ja, MD brauchen wir so oder so. Kommen Sie mit.